Diesmal zu Gast Jürgen von der Lippe. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Jürgen von der Lippe, beruflich zu bezeichnen, ist gar nicht so einfach. Ist er doch zum einen Moderator und Entertainer, zum anderen Schauspieler und obendrein noch ein waschechter Komiker. 1989 etablierte Jürgen von der Lippe in der ARD mit Geld oder Liebe über 12 Jahre lang eine der letzten erfolgreichen Samstagabendshows im deutschen Fernsehen. Jürgen von der Lippe wurde unter anderem mit der Goldenen Kamera, dem Bambi, dem Adolf-Grimme-Preis und dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet. Kurz vor Start seiner neuen Lesereise Best of Eigenes und der Tournee So geht's hat er einen Abstecher zu Tischgespräch gemacht. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. Hallo, Jürgen von der Lippe. Jürgen, herzlich willkommen. Vielen Dank. Es ist so heiß, seit du da bist. Ja, ich habe schönes Wetter mitgebracht. Ich glaube, heute der heißeste Tag des Jahres. Deswegen haben wir auch einen Ventilator. Falls sich jemand fragt, warum die Blumen sich bewegen, das bin nicht ich. Das ist unser Gebläse. Und falls es etwas rauschen könnte, liebe Zuschauer, wir bitten, dies zu entschuldigen. Aber anders können wir nicht arbeiten heute. Anders können wir nicht arbeiten. Jürgen, du wurdest in Bad Salzuflen geboren. Aber nur kurz. Hat aber gereicht. Ja, ne? Man hat sogar mal erwogen, ist jetzt wirklich wahr, eine Straße nach mir zu benennen in Bad Salzuflen. Jetzt schon? Wieso? Du meinst, wäre was vom Hausarzt durchgesickert? Nein. Man hat sich aber dagegen entschlossen im Stadtrat, weil meine Verweildauer mit 2 Jahren den Stadtvätern als nicht lang genug erschien. Mit 2 Jahren? Mit 2 Jahren bin ich verschleppt worden nach Aachen und habe von dort an dort meine Kindheit und Jugend verbracht. Bin also gelernter Rheinländer. Gebürtiger Ostwestfale, gelernter Rheinländer. Die meisten sagen ja immer Bad Salzuflen, ne? Das kann ja keiner richtig aussprechen. Ich habe auch Bad Salzuflen gesagt. Ich sage aber auch Soße, weil meine Mutter Soße gesagt hat. Du kennst ja in der Bundesrepublik so ziemlich jeden Quadratkilometer. Gibt es einen Landstrich, den du als den fröhlichsten bezeichnen würdest? Es gibt so Klischees wie, der Rheinländer ist immer lustig, der Westfale ist stur, der Hanseate ist vornehm zurückhaltend und so weiter und so weiter. Und ich muss aus meiner nun fast 40-jährigen Erfahrung als fahrender Unterhaltungsmann sagen, das stimmt nicht. Das stimmt alles nicht. Man merkt das, wenn man en suite spielt, das heißt einige Tage im selben Haus. Da ist kein Abend wie der andere. Da kann man positiv überrascht werden, negativ überrascht werden. Zum Beispiel, wenn man einen Bombenauftritt hatte, dann ist wahrscheinlich der nächste nicht so. Und dann schiebt man das als Künstler leicht aufs Publikum. Tatsache ist aber, dass man selber enttäuscht ist und dann etwas sauer wird. Das sind diese üblichen Mechanismen, die jeder kennt, und da muss man dann durch, und dann sieht man aber, das Publikum ist immer eine heterogene Menge. Ein amerikanischer Kollege hat das mal wunderbar ausgedrückt: Das Publikum sind die Wellen und der Comedian ist der Surfer. Ah ja, du surfst auf den Wellen. Da muss man eben aus jeder Brandung was machen. Es gibt ja Leute, die sagen, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Hast du eine bessere, treffendere Definition gefunden für dich? Was ist für dich Humor? Also ein gewisser Herr Lessing, ein Journalist, hat mal gesagt, Humor ist das, was man verliert, wenn man den Vorgang definiert. Humor ist zunächst einmal eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit, die auf Sender- und Empfängerseite vorhanden sein muss. Und das ist auch der Grund, warum humoristische Bemühungen so oft scheitern. Wenn der Empfänger das nicht schnallt, dann steht man da. Ganz groß raus kamst du dann beim Fernsehen mit dem Dauerbrenner Geld oder Liebe. Gibt es denn aus dieser Zeit eine Backstage-Anekdote? Es ist ja für TV-Verhältnisse eine Ewigkeit, die du heute ohne Zwang ganz frank und frei zum Besten geben kannst? Also ich meine, man hat Leute
kennengelernt, große Stars, also jetzt Musikgäste, das war natürlich toll. Marc Knopfler ist ein zauberhafter Mensch. Wir haben uns rauschend über Musik und Rotwein unterhalten. Beim Rotwein wahrscheinlich. Nicht beim Rotwein, nein, im Dienst wurde nichts getrunken, aber man ist natürlich anschließend, man ist schön versackt. Oft sind die Gäste auch mitgegangen. Wir waren immer in einer holländischen Kneipe in Köln, unweit vom Sender. Mhm. Aber man hat natürlich auch furchtbare Geschichten erlebt. Ich habe eine Generalprobe für Geld oder Liebe, die war ja mit Publikum. Mhm. Und eine Probekandidatin fällt aus so einer Hängematte für so ein Spiel. Wir hatten ja immer diese relativ albernen Spielchen. Mhm. Stürzt unglücklich, kugelt sich die Schulter aus, liegt schreiend am Boden vor Publikum. Der Horror. Vor deinen Füßen? Ja. Und nun hatten wir aber weder einen Arzt noch sonst was. Nach 10 Minuten kamen zwei 70-jährige alte Damen und fragten, was denn wäre. Der Unterhaltungschef hatte mittlerweile das Publikum nach Hause geschickt. Ich saß da und hielt der die Schulter in einer Position, dass sie möglichst eine halbe Stunde haben wir so, bis ein Arzt kam. Oh nein. Und, das ist und seitdem hatten wir einen Arzt auch in der Probe. Das war... Aber mit schreienden Frauen, die sich dir zu Füßen werfen, kennst du dich Frauen, eigentlich aus? Das ist an für sich mein Tick. Das ist mein täglich Brot, aber das ist so normal, davon erzähle ich gar nicht mehr. Präsentiert von Ernstings Family. Von fröhlichen Familien empfohlen.